Wir sehen könnt, Tesla Model 3 Performance Ende 2021, Anfang 2022. Deswegen hat er es jetzt einfach im Titelbild geschrieben, 2021, 2022. Und ja, wie ihr sehen könnt, die Scheiben sind dunkel. Letztes Mal waren die noch nicht dunkel. Und heute fahren wir einfach mal 0 bis 100, 100 bis 200. Und ich werde jetzt mal, ich habe glaube ich Akkureichweite, also Akkustand von 30%. Und dann werden wir gleich einfach mal fahren, die ganze Zeit bis fast auf 0. Dann werde ich den nochmal vollladen. Und dann gucken wir einfach mal, ob es dann Unterschiede gibt. Weil, so wie ich es gelesen habe, ist der größte Knackpunkt, dass der Akku zu kalt ist. Je kälter der Akku, umso schlechter die Leistung. Das hatte ich jetzt gesehen. Und ja, ich bin gespannt. Also je öfter ich dann fahre und die messen werde, dann müsste der Akku ja immer wärmer werden. Ich werde auch nochmal Track-Modus probieren. Da soll der Akku ja auch vorgeheizt werden. Und oder vorkonditioniert, sagt man ja. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich super, super freuen. Und wir gehen jetzt einfach mal rein. Und wir sehen Cappy auf. Und das sieht so mega aus. Ihr könnt es auch nochmal sagen, was ihr davon haltet. Von den 95% dunkel sind die jetzt. Und ja, so sieht es innen drin aus. Und dann machen wir natürlich hier oben, seht ihr die GPS-Box. Dann haben wir genau das Signal dann immer auch. Und 0 bis 100, 100 bis 200. Jetzt wird jetzt nochmal GPS. Und dann machen wir natürlich gleich auch Klima aus. So, ich gucke mal Klima. Ja, ist sogar aus. Jetzt wundere ich, warum es das letzte Mal so beschlagen hat. So, wir sehen könnt hier oben 29%. Und jetzt fahren wir einfach mal eine Runde. Wie gesagt, ich blende das hier ein. Dann seht ihr auch die Zeit immer. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe den noch gar nicht gemessen, den Wagen. Und ja, man liest ja immer so viel im Internet. 0 bis 100 sollen so 3,3, 3,4, 3,2. Man darf es ja nicht mal vertun mit 0 bis 60 Meilen. Das ist ja dann in Amerika immer. Da ist ja unter 3 jemand schon gefahren. Aber ich glaube, das war jetzt, schreib's doch mal rein, wie das war. Ich glaube, bis 92 km/h ist es nur oder so. Das ist jetzt nicht so viel. Und was ich gelesen habe, dass Tesla ja immer misst mit diesem One-Feet-Rollout. Also sobald der Wagen einmal anfängt zu rollen, misst er erst. Und ja, das ist wohl auch noch ein bisschen geschönt. So, jetzt sind wir hier bei 90, 92, aber es geht natürlich gleich runter hier. Aber jetzt 14,03 gleich runter. Und das siehst du, bist du ja bestimmt jetzt 15 oder so. Ja, also der Akku ist noch echt arschkalt. Wir haben jetzt auch nur 5 Grad draußen. Wie gesagt, wenn wir jetzt ein bisschen ein paar Mal mehr fahren, da dürfte der Akkustand ja eigentlich nicht so eine große Rolle spielen, sondern nur die Temperatur vom Akku. Ja, 14,03 wäre jetzt nicht so berauschend. Zum Vergleich da draußen, ich habe ja einen E92 M3 V8 und da liegt so 10,5, 10,3 bis 11 liegen die so mit einem Dreh, 420 Sauger PS, streuen natürlich noch ein bisschen nach unten. Ja, die, wenn du Glück hast, hast du 400 PS, aber Sauger eben halt. Oh. Und den M4, den ich hatte, der hatte 600 PS, über 800 Newtonmeter und das war 100 bis 200, 6,3, 6,5. Also das ist echt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber wie gesagt, für Daily einfach mega. Nehmen wir es gleich hoch. Aber du merkst schon, ich glaube, er nimmt die Leistung schon weg. 24% Akku. Ach, sorry Leute. Ich hatte gerade nochmal gemessen, 3,82 blende ich nochmal ein. 0 bis 100 und 16,27 ist schlechter geworden. Also 24% Akku. Ich hatte auch gerade gesehen, die volle Leistung hat er auch gar nicht mehr gegeben. Das sieht man hier oben, wenn hier die Punkte eingeblendet werden. Ja, der Akku wird noch zu kalt sein. Gucken wir gleich mal, ob wir da noch mal was messen können hier. So, Track-Modus aktiviert. Ach, jetzt hört er es auch. 21%. Prozent. 3,91, schlechter geworden. Wird immer schlechter, die Leistung. 19%. So, ich werde das jetzt mal
den Akku mal vollhauen und dann machen wir dann weiter. Ich bin gespannt. Jetzt will ich mal gucken, es ist zwar ein bisschen dunkel, aber es soll uns ja nicht daran hindern, dass wir ein paar Zeiten messen. Der Akku muss jetzt proppe warm sein, er ist ja bis 100% voll. Und jetzt bin ich mir echt mal gespannt, ob es hier Unterschiede gibt. So Leute, jetzt machen wir mal 0 bis 100, einen Versuch. Alter Schwede, das ist schon schneller. 3,45. Ja, das ist schon schneller. Ging jetzt natürlich ein bisschen runter, vielleicht 3,6. Aber man merkt schon einen Unterschied. Gleich nochmal probieren. 0,9G haben wir hier unten. Ich bin gespannt. Gleich machen wir nochmal einen Versuch und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. 3. Der war gut, der war gut, der war gut. Und 100, 3, 4, 4. Gehen ein bisschen hoch. Ja, 10,61, 10,4. Und jetzt machen wir mal, wir wählen den Supercharger an. Go! Ein bisschen Schlupf hatten wir. 3,58. Und 80, 90, 10,99. Wird jetzt noch ein bisschen weniger. Haben wir das doch auch jetzt erledigt. So. Das ist schon krass. Also ich habe jetzt 9,43. Ging natürlich ein bisschen runter. Aber vielleicht 9,7, 9,8. Unter 10 Sekunden. Krasse Scheiße. Das ist schon ein Unterschied. Also ich bin echt gespannt im Sommer, wenn der Akku ein bisschen wärmer ist. Macht schon Laune. Also das ist schon ein großer, großer Unterschied zu gerade. Aber es merkst du schon Unterschied. Jetzt gerade bei 150, 160 noch drauf drückst, dass er noch so gut kommt. Das hatte ich hier jetzt gerade nicht gehabt mit 30%, 20%. Ja, 180, 190, 200. Also das ist schon krass. Ja, hi Leute. So, ich wollte euch nochmal ein Fazit im Hellen geben, weil gestern war es dann sehr, sehr spät geworden. Aber ich musste das ja gestern machen, weil ich ja 100% vorgeladen hatte und der Akku war dementsprechend dann auch heiß und auf Temperatur und es war einfach mega. Also wenn ich so überlege, die ersten Messungen waren ja 100 bis 200 um die 15 Sekunden. Ich blende das ja nochmal ein und dann bin ich ja nochmal gefahren. Dann waren es nachher 17 Sekunden, es wurde immer schlechter. Und ich war schon ein bisschen enttäuscht, muss ich ja zugeben, weil ich habe so mit dem Internet vorher gelesen und es gab welche mit 13 Sekunden oder 12 Sekunden, 11 Sekunden, manche haben auch mit 10 Sekunden geschrieben. Liebe Grüße nochmal an Zeitenjagd, 100 bis 200, schaut einfach mal rein bei Facebook, ich verlinke das hier oben nochmal. Da findet man Zeiten zu allen Modellen, auch Tesla und Verbrenner und so alles zusammen und ist immer sehr, sehr cool. Und da war einer dabei, der hatte sogar unter 10 Sekunden und ich dachte mir, boah, unter 10 Sekunden wäre mega, weil, wie ich schon gesagt hatte in dem Video, also 100 bis 200 im E92 M3 V8 mit 420 Sauger PS, der vielleicht 400 Sauger PS nur hat, weil die nach unten streuen, der liegt so um die 10,5 bis 11 Sekunden oder 11,5. Es kommt darauf an, was für ein Modell, Cabrio oder Coupé, und das ist ja schon echt sehr, sehr gut und sehr schnell, wenn man mit dem fährt. Und ja, dann hatte ich ja dann erste 15 Sekunden, 17 Sekunden, dachte ich mir, boah, das kann nicht sein, die anderen haben so gut. Und dann auf einmal vollgeladenen Akku, vollgemacht, Temperatur gehabt. Und dann habt ihr es gesehen, 100 bis 200 unter 10 Sekunden. Und das ist einfach mega, also schneller als der V8. Und wenn ich so überlege, da kommt ja schon wirklich fast an den M4 dran. Die F-Reihe vom M4-Serie jetzt, 431 PS, die lagen so, schlechtestes Fall, so um die 9 Sekunden. Ja, also ich streue natürlich auch ein bisschen nach oben, aber so um die 9, 8,8 und so hatte ich alles schon mal gemessen gehabt auf meinem anderen Kanal, MV-Live, Hauptkanal, wisst ihr genau, ich bin BMW durch und durch. Aber für ein Alltag Elektro einfach mega. Und jetzt überlege ich mir die ganze Zeit, wie geil wäre das denn, wenn du diese Power von 100%, wo ich so gemessen hatte, 100 bis 200, die richtige 510 PS hast, immer anlegen würden. Das wäre doch mega, das wäre doch genial. Und wenn ich so überlege, wie krank das jetzt schon ist, weil jetzt so im Alltag auf Landstraße, in der Stadt, auf, wie gesagt, so die ganzen, so die Geschwindigkeiten von
ja, sag ich mal, 0 bis 130, 140 geht das so mega ab und diese Beschleunigung, aber die Ampel wird gelb, du drückst mal kurz durch, du überholst jemanden, du hast so viel Power, so viel Vortrieb und das ist jetzt schon mega, mega geil. Also das macht schon jetzt schon so viel Laune und ich hoffe mal, dass vielleicht mit den neuen Akkus oder so oder ja, vielleicht so andere Modelle beim Tesla Model 3 Performance soll ja der Motor, glaube ich, verbessert werden oder geändert werden. Das werden wir auch dieses Jahr, glaube ich, hoffentlich erfahren. Und ja, vielleicht kommen ja neue Akkus raus und ja, wäre doch sehr, sehr cool, wenn diese Akkus ja diese Leistungsfähigkeit wie bei 100% jetzt haben, also hätten. Ja, ich bin gespannt, lasst mal einen Daumen nach oben da, sagt mal, was haltet ihr von den Zeiten 100 bis 200? 0 bis 100 fand ich jetzt, ja, war okay, ich glaube, das Beste war 3,5 oder 3,4. Müsste ich nochmal reinschreiben, aber ja, das ist jetzt mir nicht so wild, also es reicht auf jeden Fall aus, macht mega Laune und ich hätte auch ein bisschen Schlupf, also mit Sommerreifen wäre es vielleicht noch besser und dann mache ich natürlich nochmal ein Update-Video und ihr könnt nochmal reinschreiben, ob ihr Bock drauf habt, dass ich mir so Scan My Tesla, diese App hole und mit dem Bluetooth-Dongle und dann könnten wir auch die ganze Zeit den Temperatur vom Akku auch immer im Auge behalten. Das wollte ich eigentlich auch noch machen, aber es war gestern zu kurzfristig, also wenn ihr da Bock drauf habt, dann mache ich nochmal so ein Update-Video dazu und ja, danke fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen da oben da. Wie gesagt, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Bis dahin, haut rein. Ciao.